Hallo ihr Lieben, heute bin ich mit einem ganz interessanten Thema bei euch. Dazu habe ich hier meine neuen Kristalle, die ich erstanden habe, ausgelegt, weil ich die Farben einfach faszinierend finde. Ich habe euch in der Infobox den Online-Shop verlinkt, wo ihr diese Kristalle bekommt. Ich habe vor kurzem eine Frage von einer Zuschauerin bekommen, nämlich wie verhalte ich mich, wenn mein Gefühlsklärer unter Anführungszeichen sich wieder bei mir meldet. Und aus gegebenen Anlass, weil mir das gestern passiert ist, nach langem hat sich meine Dualseele wieder mal bei mir gemeldet und habe auch gestern oder nee, was vorgestern, das weiß ich nicht mehr, genau diese Frage bekommen von einer Zuschauerin. Und jetzt habe ich mir gedacht, sage ich euch meine Meinung zu diesem Thema. Es geht darum, wie man sich verhält, wenn der Gefühlsklärer wieder auf einen zugeht. Es ist oft schwierig, das Ganze zu verallgemeinern. Nur ich habe für mich die Erfahrung gemacht, jetzt auch gestern, hat es bei mir irgendwie auch Klick gemacht, es diesmal anders zu machen. Wie meine ich das? Also ich meine das einfach so, viele, viele Frauen, ich rede jetzt einfach mal von Frauen, ja, neigen dazu, sobald sich der Gefühlsklärer meldet, euphorisch zu sein, voller Freude, gleich zurückzuschreiben, alles ist rosarot. Habe ich auch lange, lange Zeit gemacht. Ich habe alles vergessen, was ich mir je vorgenommen habe. Und gestern war ich jetzt an einem Punkt, eigentlich schon ein paar Tage vorher, wo ich mir so überlegt habe, was ich mir eigentlich in der Vergangenheit habe alles gefallen lassen. Wenn sich, oder auch meine Kunden, ja, wenn sich der Gefühlsklärer meldet, viele stehen parat und viele vergessen einfach das, was sie sich vorgenommen haben, zu machen, wenn er denn wieder kommt. Und ich habe für mich jetzt herausgefunden, es diesmal anders zu machen, weil ich gemerkt habe, so wie ich in der Vergangenheit gehandelt habe, war in dem Sinn falsch, in dem genau das Gegenteil von dem passiert ist, was ich mir eigentlich erwartet habe. Und dann habe ich gestern eben auch diese Nachricht bekommen und das Erste, was ich mir gedacht habe, war, diesmal machst du es anders. Ich war nicht mehr voller Euphorie. Ich muss dazu sagen, ich war gerade mitten in den Vorbereitungen wieder, um meine nächsten Kartenlegungen zu machen. Also ich war komplett woanders. Ich war auch gerade überrascht, ja, plötzlich hier eine Nachricht zu bekommen. Und bevor ich überhaupt reagiert habe, bin ich kurz in mich gegangen und habe überlegt, so Anja, wie war es in der Vergangenheit? Wie ist es dir nach der Kontaktaufnahme gegangen? Was hast du dir alles gesagt? Vor allem in der Vergangenheit habe ich mir oft selbst Vorwürfe gemacht, wie blöd ich habe sein können, immer und immer wieder auf das gleiche Spielchen einzugehen. Und diesmal habe ich mir, bevor ich überhaupt zurückgeantwortet habe, habe ich mal überlegt, so, jetzt machst du es anders. Früher hätte ich gleich, hätte gar nicht nachgedacht. Ich hätte einfach gemacht. Und diesmal habe ich mir überlegt, so, und jetzt machst du es anders. Und es war richtig. Es war genau richtig für mich, es diesmal anders zu machen, weil ich mir überlegt habe, habe gesagt, schau her, alles, wie du in der Vergangenheit reagiert hast, nämlich wenn er sich gemeldet hat, bist du gleich gesprungen, warst voller Euphorie, was hat es dir im Endeffekt gebracht? Energieverlust? Ich war traurig, ich war wütend, was ich mit mir machen lasse und habe mir gedacht, nein, jetzt nicht mehr. Jetzt ist Schluss.
Und ich habe auch irgendwie auch schon Tage vorher gespürt, nicht nur jetzt was meine Dualseele betrifft, sondern generell, dass ich einfach Menschen, die glauben, sich nur bei mir melden zu müssen, wenn sie etwas brauchen, dass ich für diese Menschen die Türe zuschließe. Das habe ich erstaunlicherweise schon ein paar Tage vorher für mich entschieden. Und da habe ich gewusst gestern, okay, das ist jetzt eine Prüfungssituation von der geistigen Welt, wie ich das wirklich in die Tat umsetze. Und heute Morgen bin ich aufgestanden und habe zu mir gesagt, Anja, ich bin stolz auf dich, dass du diesmal nicht so gehandelt hast wie in der Vergangenheit und dass du diesmal auch den Kopf eingeschalten hast. Und da bin ich auch wirklich stolz drauf. Was ich euch damit sagen möchte, ist, überlegt, wie ihr in der Vergangenheit reagiert habt, wenn sich euer Gefühlsklärer meldet. Wie ist es euch danach gegangen? Warum hat sich der Gefühlsklärer gemeldet? Denn viele Gefühlsklärer melden sich einfach, um die Lage abzuchecken. Das war auch bei mir der Fall. Einfach jetzt wieder mal die Lage abchecken, aushorchen. Und da habe ich gesagt, nein, das möchte ich nicht mehr. Damit ist jetzt endgültig Schluss. Und ich habe mich auch getraut, jetzt wirklich nach über 4 Jahren, wo ich mich wirklich zum Kasperl gemacht habe. Er war da, hat mit dem Finger geschnippt und er hat mit mir machen können, was er wollen hat. Und gestern habe ich, oder eher eigentlich schon Tage davor, habe ich gesagt, nicht nur jetzt, was meine Dualseele betrifft, sondern generell die Menschen. Da gibt es Menschen in meinem Umfeld, die glauben, mit dem Finger zu schnippen und ich habe parat zu stehen. Und damit ist Schluss. Ich war mir noch nie so sicher, wie die Tage davor jetzt, dass damit Schluss ist. Und da möchte ich euch einfach sagen, wenn euer Gefühlsklärer sich bei euch meldet, geht vorher in euch, bevor ihr hier jetzt wirklich euphorisch zurückschreibt oder zurückruft oder was weiß ich was. Überlegt, wie habt ihr reagiert in der Vergangenheit und wie ist es vor allem, das ist sehr wichtig, wie ist es euch dabei danach gegangen? In den meisten Fällen ist es so, dass der Gefühlsklärer kommt, die Lage abcheckt, und dann wieder verschwindet. Das war auch meine Erfahrung. Und da war ich natürlich traurig, weil ich mir gedacht habe, warum? Ich verstehe das nicht. Ja? Warum lasse ich das mit mir machen? Ich hatte keine Wut auf ihn jetzt, sondern eher eine Wut auf mich, weil ich mir gedacht habe, warum lässt du dir das gefallen? Und jetzt war ich wirklich so weit und habe gedacht, und jetzt nicht mehr. Jetzt mache ich es anders, weil ich wissen möchte, was passiert. Und wie gesagt, habe ich mich dann auch gestern nach über 4 Jahren getraut zu fragen. Und ich sage mal so, man spürt das auch am Ton beziehungsweise an der Schreibweise, ob jetzt jemand verärgert ist. Wenn du dich immer wieder auf Geschreibe einlässt, das ist auch nicht gut. Denn da möchte dein Gegenüber einfach nur die Lage abchecken. Und ich war kurz und knapp, das ist man von mir auch nicht gewohnt, ja, weil ich bin jemand, also wenn ich schreibe, ich schreibe schon gerne mal, ich erzähle hin und her, aber diesmal nicht mehr. Ich war kurz angebunden, auch weil ich Stress hatte, weil ich dann Legungen hatte. Aber die Kernaussage, was ich euch damit auf den Weg geben möchte, ist einfach die: Lasst euch in keine Schreibereien mehr verwickeln. Sehr, sehr viele Kunden habe ich, auch Freundinnen, die stundenlang mit ihrer Dualseele schreiben und am Ende des Tages kommt gar nichts dabei raus, sondern einfach das, dass er wieder weg ist. Er hat jetzt die Informationen von dir und damit kann er jetzt wieder weiterziehen. Und das mag ich nicht mehr. Ich habe das auch jahrelang gemacht, dass ich wirklich stundenlang mit ihm geschrieben habe und am Ende des Tages bin ich da gesessen und habe gesagt, so, und jetzt? Und jedenfalls war ich gestern so weit, dass ich
mich nicht mehr auf stundenlanges Geschreibe einlasse. Nee, mag ich nicht mehr. Für was? Und habe mir gestern eben auch getraut, ihm zu fragen, er solle mir doch einmal ehrlich sagen, was er von mir möchte. So. Die Antwort könnt ihr euch vorstellen, wie die war. Und dann habe ich für mich entschlossen, okay, wieder so wie immer natürlich in der Vergangenheit. Und das reicht jetzt. Das ist jetzt wirklich genug. Und das habe ich ja wirklich jahrelang mitgespielt. Das ging immer nur um das eine Thema. Und das Erste, was ich mir auch dabei gedacht habe, war loslassen. Und ich habe mir auch gedacht, ja und? Was bringt mir das jetzt, wenn ich jetzt ihm wieder hinterherlaufe? Gar nichts. Na und? Wenn er jetzt weg ist, ist er weg. Ja und? Mein Leben geht weiter. Und das hat wirklich lange gebraucht, bis ich das umgesetzt habe. In Gedanken war es sehr, sehr oft. Aber umgesetzt habe ich es nicht. Und es hat jetzt auch schon Tage davor Klick gemacht. Und dann noch die Frage einer Zuschauerin, was man denn machen soll, wenn sich der Gefühlsklärer wieder meldet. Wenn der Gefühlsklärer, und das habe ich sehr, sehr oft bei meinen Beratungen, meldet und kommt auf der, ihr wisst schon welcher Schiene, steigt nicht drauf ein. Das bringt nichts. Denn da möchte er wirklich nur abchecken, ob ihr noch zu haben seid. Und da verkauft ihr euch einfach unter eurem Wert. Ja, was seid ihr euch denn wert? Seid ihr euch nur wert, dass sich jemand bei euch meldet, sobald er Sehnsucht hat oder sobald er einfach mal abchecken möchte, wie so die Lage ist? Und da meine ich jetzt nicht nur die Dualseele, sondern generell. Ja? Generell Menschen in deinem Umfeld, die sich einfach nur melden, wenn sie etwas brauchen. Und da habe ich mir gedacht, damit ist jetzt Schluss. Nicht nur bei der Dualseele, generell. Und da sage ich euch wirklich, bevor ihr wirklich wieder euphorisch reagiert, bevor ihr euch wieder auf stundenlanges Geschreibe einlässt, das am Ende des Tages nichts bringt. Denn überlegt mal, wie weit seid ihr denn gekommen mit dem stundenlangen Schreiben? Die meisten sagen, am Ende des Tages ist nichts dabei rausgekommen. Gar nichts, außer dass viele dann wirklich traurig waren, weil sie sich wieder ausgenutzt gefühlt haben. Und mach es diesmal anders. Probier mal das Gegenteil zu machen. Ich habe zum Beispiel auch nicht mehr auf diese Nachrichten reagiert. Es ist dann noch was gekommen, ich habe dann nicht mehr reagiert. Und das ist vor allem für Loslasser auch sehr schwierig. Man möchte ja sich zurückmelden, man möchte ja reden. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt wieder weiterschreibe und weiterschreibe, es kommt nichts dabei raus. Wenn dein Gegenüber, wie es bei sehr vielen der Fall ist, wieder auf dieser bekannten Punkt-Punkt-Punkt-Schiene daherkommt und du das auch nicht möchtest, ja, wenn du dich damit zufrieden gibst, okay, steig drauf ein. Aber wenn du damit nicht zufrieden bist, und du weißt, und er sagt es dir auch, dass er eben gerne wieder mit dir seinen Spaß haben möchte und du möchtest das nicht, ist das Beste, wenn du dich zurückziehst. Versuch auch nicht, so wie viele Kundinnen von mir dann sagen, ja, aber ich möchte ihm doch so gern sagen, dass ich das so und so nicht möchte, dass ich mir das nicht wert bin und so weiter. Ja gut, du kannst ihm das sagen, aber was wird im Endeffekt passieren? Er wird wieder versuchen, dich rumzukriegen. Und vielleicht gelingt es ihm dann auch. Und ich habe für mich überlegt, nee, auf diese Art der Kommunikation steige ich einfach nicht mehr drauf ein. Und das war für mich ein sehr schwieriger Schritt. Ich habe lange gebraucht, diesen Schritt durchzuziehen, aber ich habe ihn durchgezogen. Und ich werde ihn auch weiterhin durchziehen. Ich weiß, was ich wert bin. Das ist auch eine Lernaufgabe, Selbstliebe, Selbstwert. Ich weiß, was ich mir wert bin und ich möchte Menschen in meinem Leben haben, die nicht
sich bei mir melden, wenn Sie einen Vorteil daraus ziehen wollen. Das möchte ich nicht mehr. Allgemein, nicht nur Dualseele. Aber bei der Dualseele ist es nun mal ein bisschen anders und ein bisschen noch schwieriger. Ja, ich habe das im Privaten schon umgesetzt, aber was die Dualseele betrifft, ist es schwieriger. Aber ich muss für mich sagen, macht das, was ihr in der Vergangenheit gemacht habt und es nicht gefruchtet habt, ja, macht das nicht mehr. Denn alles, was du machst, was in der Vergangenheit schon nicht funktioniert hat, wird auch in Zukunft nicht funktionieren. Versuch jetzt einen neuen Schritt. Ich weiß nicht, ob dieser Schritt jetzt etwas bringt. Aber wir wissen ja, sobald wir Loslasser Grenzen setzen, ist Schluss mit lustig. Ja, für den Gefühlsklärer. Und damit möchte ich nicht sagen, dass ich das jetzt aus Boshaftigkeit mache, sondern einfach aus Selbstliebe, weil ich mich einfach nicht mehr zum Kasperl mache. Das war ja wirklich, oder das ist ein Kasperltheater. Wie oft kriege ich von Frauen oder auch von Loslassern, männliche Loslasser, die Nachricht, jetzt hat er sich oder sie sich wieder gemeldet, möchte den Spaß und ist nur so auf der oberflächlichen Schiene. Das ist ja oft, und das geht oft wirklich über Wochen, über Monate, über Jahre. Und das ist dann irgendwann nur mal ein Kasperltheater, wenn man es realistisch betrachtet. Und ich bin jetzt wirklich schon an einem Punkt, wo ich das Ganze nicht mehr durch die rosarote Brille sehe, sondern realistisch. Fakten. Weil das einfach auch eine Lernaufgabe für Loslasser ist, realistisch auch zu denken und zu handeln. Und wie gesagt, das, was ich euch sagen möchte mit diesem Video ist, schaut euch an, wie ihr in der Vergangenheit gehandelt habt und wie weit ihr damit gekommen seid. Wenn es in der Vergangenheit so war, dass das gar nicht gefruchtet hat, dass das eher das Gegenteil bewirkt hat, versucht einen anderen Weg einzuschlagen. Ja? Schaut, was dann passiert. Aber bleibt nicht immer auf dem Weg, den ihr gegangen seid, wo ihr wisst, dass dieser Weg falsch ist, weil er einfach in der Vergangenheit gezeigt hat, dass da nur Kuddelmuddel dabei rauskommt. Ja, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und das hat auch nichts mit übertriebenem Ego zu tun, mit verletztem Stolz. Nein, das hat was mit Selbstliebe zu tun, mit Grenzen setzen. Es ist schwierig, aber ihr könnt mir glauben, wenn ihr den Stein ins Rollen gebracht habt und jetzt wirklich mal eure Grenzen setzt und sagt, nein, ich möchte für niemanden mehr der Kasperl der Nation sein. Ja, weil viele nutzen dich ja aus. Die nutzen dich bewusst aus. Da kenne ich sehr, sehr viele, die einfach sich nur melden, wenn sie was brauchen. Und ich denke einfach, das ist nicht fair. So sollte man einen Menschen nicht behandeln. Und da sage ich einfach, mit diesem Spiel muss irgendwann Schluss sein. Opfert euch nicht immer für alle auf, die es anscheinend nur darauf abgesehen haben, euch auszunutzen. Damit möchte ich nicht sagen, dass euch der Gefühlsklärer ausnutzt. Aber, wie soll ich sagen, er triggert euch. Er triggert euch und er spiegelt euch etwas. Nämlich, dass das, so wie ihr gehandelt habt, dass ihr euch aufopfert, nicht mehr richtig ist. Und das ist auch gut so. Dafür bin ich ja meiner Dualseele auch dankbar, dass er mir das aufzeigt. Denn wenn ich das nicht aufgezeigt bekommen hätte von ihm, hätte ich das schon alleine in meinem Privatleben nicht durchgezogen. Bei vielen, ja, bei Verwandten, bei Freunden, bei Familie, ja, wo ich einfach einen Schlussstrich gezogen habe. Und das ist auch gut so, dass dir dein Gefühlsklärer das zeigt. Aber es ist auch wichtig, dass du das dann auch bei deinem Gefühlsklärer umsetzt. Das ist einfach so, ja. Also das ist einfach auch meine Meinung. Du kannst zu diesem Thema eine ganz andere Meinung haben. Das ist einfach meine Meinung, meine Erfahrung auch, die ich selbst gemacht habe, aber auch die mit meinen Kunden. Da ist tagtäglich das gleiche Schema. Gefühlsklärer meldet sich,
Stundenlanges Geschreibe, stundenlanges Diskutieren. Die Loslasser glauben, jetzt wird alles gut. Und am Ende des Tages war gar nichts davon. Ja? Weil einfach sehr, sehr viele Gefühlsklärer wirklich immer mal wieder die Lage abchecken. Ja? Und solange du dann nicht mehr die Lage abchecken lässt, kein offenes Buch mehr bist, kommt das Rad in Bewegung. Der Gefühlsklärer fragt sich dann, ja, was ist jetzt los? Warum ist das jetzt so? Und dann beschäftigt er sich mit seinen Themen. Das ist einfach wichtig und das ist nicht Boshaftigkeit gegenüber des Gefühlsklärers, sondern du musst bedenken, du sollst ihm ja auch etwas aufzeigen. Nicht nur er zeigt dir etwas auf, sondern auch du ihm. Ja? Und das zeigst du ihm im Moment. Nämlich, dass das Oberflächliche nicht das Wahre ist. Ja? Also das übertrieben oberflächlich. Ich sage so, alles muss in der Balance sein. Und du zeigst ihm in dem Moment, dass das reine Oberflächliche auch nicht in Ordnung ist. Während er dir zeigt, dass nur Liebe auch nicht in Ordnung ist, auch nicht gut tut. Ja? Also sehe es nicht als negativ an, wenn du deinen Gefühlsklärer jetzt wegstoßt. Das hat nichts mit Wegstoßen zu tun, sondern einfach mit Selbstwert, mit Selbstliebe und einfach auch, dass du ihm hier auch etwas zeigst. Und das ist ja sehr wichtig. Und das wollte ich einfach sagen, wenn sich euer Gefühlsklärer bei euch meldet, ihr könnt das ja anders machen, ja, je nachdem, wie sich das für euch stimmig anfühlt. Aber überlegt kurz, bevor ihr handelt. Übereilt nichts. Ja? Überlegt, wie ihr da an die ganze Sache rangeht. Und seid aber nicht böse auf euch, wenn ihr vielleicht gehandelt habt, wie es nicht, und ihr dann gemerkt habt, okay, das hat jetzt doch nicht so gefruchtet. Ja? Seid dann auch nicht böse auf euch. Ich war auch lange Zeit wütend auf mich. Aber betrachtet das Ganze auch realistischer und vor allem, wenn euer Gefühlsklärer auf euch zugeht. Ich weiß, es ist eine Verführung, nicht wieder euphorisch zu sein. Wartet ein paar Minuten. Beruhigt euch und überlegt euch gut, wie ihr handelt. Ja, viele neigen dazu, gleich wieder euphorisch zu sein. Und das, denke ich, ist oft die Falle. Und wie gesagt, das ist meine Meinung dazu. Du kannst auch eine ganz andere haben. Ist ja natürlich vollkommen in Ordnung. Aber ich wollte euch einfach zu diesem Thema auch meine Meinung sagen. Ja, deswegen habe ich ja auch oder bekomme ich auch immer wieder Fragen von Zuschauern, weil sie einfach gerne meinen Standpunkt oder meine Meinung dazu hören wollen. Ja, wenn du mit meiner Meinung, wenn dir die nicht passt, ja, schau dir das Video nicht an. Ich mache diese Videos für all jene, denen ich damit helfen kann und nicht die, die einfach jetzt Videos anschauen, nur um sich jetzt wieder über irgendjemanden aufzuregen. Ja, oder ein Dislike dazulassen, was weiß ich. Ja, für die mache ich ja diese Videos nicht und das ist einfach auch hier meine Meinung zu diesem Thema. Ich drücke euch die Daumen, wünsche euch alles Gute, wenn euer Gefühlsklärer auf euch zugeht und ja, alles, alles Liebe.